Hallo und herzlich willkommen zu unserem Format Naturmedizin. Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, wir alle, alles was wir tun, hat Einfluss auf die Zukunft, hat Einfluss auf unsere nähere oder auch fernere Umgebung und jede Entscheidung hat natürlich auch Einfluss. Und deswegen ist es wichtig, dass wir darüber nachdenken, was wir täglich tun, was wir denken, wie wir uns verhalten, aber auch natürlich, was wir zu uns nehmen, womit wir uns ernähren. Denn wir werden in dem folgenden Gespräch einfach mal beleuchten, was unser Ernährungsverhalten für einen Einfluss auf Umwelt hat und dass wir auf lange Sicht so nicht wirklich weitermachen können und auch nicht sollten. Bleiben Sie dran, es wird spannend mit unserem heutigen Gast Lukas Böhni. Herzlich willkommen, lieber Lukas, genau genommen Dr. Lukas Böhni. Du bist Lebensmittelwissenschaftler und Gründer, Mitbegründer des Unternehmens Planted. Schön, dass du da bist. Danke, sicher sehr. Wir fühlen uns sehr geehrt und freuen uns, dass wir da eine schöne Sendereihe jetzt mit dir machen können und aufklären können oder beziehungsweise auch das Thema veganen Fleischersatz einfach mal ansprechen können. Wir möchten heute mal thematisieren, was unsere Art und Weise zu ernähren, uns zu ernähren auf den Planeten Erde hat, auf unsere Umwelt, auf unsere Natur und was wir letztendlich für einen Fußabdruck hinterlassen. Ja. Mit unserem Tun. Dieser Fußabdruck ist ziemlich groß. Mhm. Also der Fußabdruck der gesamten Lebensmittelindustrie oder einfach mit all den Lebensmitteln, die wir konsumieren, vom Anbau bis zur Verarbeitung bis zum Konsum und auch dem, was wir dann wegwerfen, ist ungefähr für ein Drittel der gesamten Treibhausgasemissionen weltweit zuständig. Also Lebensmittelproduktion, wir brauchen Lebensmittel, wir müssen alle was essen, ist aber sehr ressourcenintensiv und ganz besonders die Tierwirtschaft, also alle tierischen Produkte, Fleisch, Milch, alles was von Tieren kommt, ist nochmals deutlich ressourcenintensiver als was wir pflanzlich zu uns nehmen. Also ich muss dir vorstellen, ein Drittel der gesamten Treibhausgase kommt von den Lebensmitteln, aber mehr als die Hälfte davon kommt alleine von der Tierwirtschaft, obwohl die kalorienmäßig nur einen nicht so großen Teil von dem darstellen, was wir eigentlich zu uns nehmen. Also die ganze Tierwirtschaft hat einen größeren Fußabdruck als der ganze Transport, also als alle Autos und Flugzeuge zusammen. Also das heißt quasi, also keine Wurst oder kein Steak essen hat einen deutlich größeren Effekt auf die Umwelt als nicht Autofahren. Man sollte beides natürlich reduzieren, aber das ist wirklich ganz, ganz krass, was die Tierwirtschaft mit dem Planeten macht. Und vor dem Hintergrund, dass wir ja nicht weniger werden, sondern eher mehr. Ja. Und unsere Art und Weise, uns zu ernähren, die ja auch weitergeben an zukünftige Generationen. Ja. Und wenn wir das Spiel mal so weiterdenken, also wenn es so weitergeht, wie wir es bis jetzt gemacht haben, dann ist es so eigentlich ja nicht tragbar für unseren Planeten, oder? Nein, das wird eine Riesenherausforderung. Also die Studien sind eigentlich ziemlich klar, wenn wir so weit, also wir können nicht so weiter konsumieren, wie wir heute konsumieren. Unser Ökosystem wird das nicht hergeben. Stand heute haben wir schon eine massive Imbalance im System. Das heißt, wir zum Beispiel für die Fleischwirtschaft brauchen wir etliche tausende Quadratkilometer an Fläche in Brasilien, wo Monokulturen Soja angebaut werden, in den USA, wo Monokulturen Mais angebaut werden. Es wird dann alles mit dem Schiff verschifft hier nach Deutschland, in die Schweiz, nach Österreich, um Tiere in Massentierhaltung zu füttern. Natürlich gibt es auch die Tiere auf den Weiden, das ist ganz klar, aber das ist ein Bruchteil davon, von dem, was wir global konsumieren. Und das hat einfach so krasse Effekte von Monokulturen und Böden, die kaputt gehen, von Regenwald, der abgeholzt wird dafür und eigentlich die Lunge der Welt dafür kaputt geht. Eben Böden gehen kaputt, erodieren, werden für immer unfruchtbar. Der Verlust an Biodiversität, also von ganz vielen Pflanzenarten, das hat massive Folgen auf System. Dann werden all die Produkte, also die Rohstoffe hier hingetragen, wird den Tieren verfüttert, dann haben wir einen Überschuss an Gülle. Das heißt, wir überdüngen eigentlich dann unser System hier, das, was auch wieder
massive Probleme für Gewässer zur Verfügung darstellt. Also wir haben dann viel zu viel Stickstoff im System, den wir nicht mehr rauskriegen. Zu viele Tiere eben können auch zu Krankheiten führen bei den Tieren, wenn sie auf zu engem Raum sind. Also es ist einfach, das System, so wie wir es heute betreiben, macht eigentlich keinen Sinn. Es hat ganz viele Fehler drin und wir müssen schauen, dass wir mit nachhaltigerem Konsum weniger, vor allem einfach und bewusster da uns ändern, damit wir wirklich diese 10 Milliarden Leute, die wir sein werden, 2050 ernähren können. Ja, die Medikamente fällt mir jetzt gerade eben noch ein, die an Tiere oder an Tiere weitergegeben wird, damit sie sich schneller und besser entwickeln und Krankheiten vermieden werden. Ja, das ist ganz was Krasses. Heikles. Ganz was Heikles, wenn man Tiere halt nahe zusammen hat in Massentierhaltung. Nochmal, das gibt's. Das ist nicht etwas, das es nicht gibt in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich. Das gibt's. Da gibt's oft, dass da 10.000, 20.000 Hühner, mehrere hundert Kühe gehalten werden. Tiere auf engem Raum, da hast du einfach immer viele Krankheiten, die entstehen können. Da muss man mit Antibiotika dann dahinter, das fördert Antibiotikaresistenzen, die wir dann irgendwann als Gesellschaft, als Menschen dann damit zu kämpfen haben. Und dann bist du selber krank und dann plötzlich wirken die Antibiotika nicht mehr. Und dann, das ist wirklich ein Riesenproblem. Zusätzlich werden Antibiotika in gewissen Ländern als Leistungsförderer eingesetzt. Das heißt, man gibt den Tieren bewusst kleine Mengen, Dosen an Antibiotika, damit die schneller wachsen. Das hat einen leistungsfördernden Effekt in kleinen Dosen. Und das ist auch verheerend, das fördert Antibiotikaresistenzen sehr fest. Und das ist ein Problem, das ist eine Welle von einer medizinischen Herausforderung, die wir vor uns herschieben, die wir irgendwann auch nicht mehr bewältigen können. Das ist eine große Herausforderung für Tier, für Umwelt, für uns Menschen. Ja, man muss da auch ein bisschen über den Horizont hinausdenken, ne? Dass man ja nicht nur dann die Medikamente im Fleisch hat, sondern auch in den Ausscheidungen, ne? Ja. Der Tiere, die dann wiederum in die Böden hineingehen und und am Schluss im Trinkwasser landen. Genau, richtig. Wir sitzen alle in einem Boot, sage ich immer gerne. Und da können wir uns dann zum Teil auch noch so gut ernähren, aber letztendlich eben, wie gesagt, haben wir alle die Konsequenzen zu tragen von jedem Einzelnen, wie er sich entscheidet, eben letztendlich zu leben. Ne? Also über diesen Horizont, glaube ich, sollten wir eben mal hinausdenken. Ja, ich glaube, so genau was du sagst, ist besonders wichtig. So, wir haben es eigentlich noch nicht geschafft, zirkulär zu denken. Und wir denken sehr linear. Also da wird es angebaut, da wird es gegessen. Ja. Aber eigentlich müssten wir zirkulär denken. Mhm. Also, wie sieht ein nachhaltiger Kreislauf aus, von ein Wertstoffkreislauf, dann ein Wertschöpfungskreislauf? Was passiert nach dem Konsum? Oder? Indem wir so entkoppelt auf der Welt wirtschaften, schaffen wir es eigentlich, und zu viel vom einen essen, zu wenig vom anderen, schaffen wir es nicht, Kreisläufe zu bauen, die in sich nachhaltig lange funktionieren können. Dass wir es heute betreiben, kann einfach nicht mehr lange so betrieben werden. Und da müssen wir einfach, da müssen wir einen Wechsel herbeiführen. Und der Wechsel findet bei jedem selber persönlich statt. Das ist wahnsinnig wichtig, dass sich jeder fragt, hey, wie oft möchte ich eigentlich Fleisch essen? Wie oft sollte ich Fleisch essen? Kann ich nicht reduzieren? Sollte ich nicht reduzieren? Eben aus gesundheitlichen Gründen auch. Für die Umwelt, fürs Tierwohl. Und was kann ich dazu beitragen, damit wir da mehr in diese Kreisläufe kommen, die uns erlauben, auch noch mehrere Generationen gesunde Lebensmittel herzustellen, die wir auch essen wollen, die nicht verseucht sind mit. Ja, jetzt muss man ja auch dazu sagen, die Industrie macht es uns ja nicht einfach, ne? Bestimmte Stoffe, die der Ernährung beigemengt werden, machen uns ja auch süchtig. No? Ja, also ich glaube so, also die wahrscheinlich größte Droge ist schon das Fleisch selber. Ja. Also Fleisch ist schon halt etwas extrem Leckeres, also das ist was Gutes. Viele Leute, ja, du bist nicht damit aufgewachsen, sondern ich bin mit Fleisch aufgewachsen. Also meine Mutter hat oft Fleisch gekocht und es ist auch, ich würde sagen, nichts Verwerfliches, es ist einfach unsere Kultur, so sind wir aufgewachsen. Und ich glaube, das müssen wir jetzt hinterfragen. Macht das Sinn, so oft, so viel? Weil die Tatsache, dass wirklich extrem viele Leute das sehr gerne mögen,
ist einfach Tatsache. Und ich glaube, damit anstatt jetzt zu sagen, hey, du sollst das nicht essen, ist unsere Vision bei Planted eigentlich dir was zu geben, dass du sagst, hey, guck mal, das ist doch genauso gut, genauso lecker oder noch leckerer, aber nachhaltig und besser für die Tiere. Ich glaube, da müssen wir hinkommen, oder? Mhm. Ich habe ja, glaube ich, sogar kürzlich gelesen, dass auch China beispielsweise der Fleischkonsum derart zugenommen hat, wo man eigentlich immer denkt, okay, die essen sehr viel Reis und sehr viel Gemüse und nein, es ist mitnichten so, ne? Und wenn man denkt, diese Länder sind einfach ja auch sehr, sehr groß mit viel Bevölkerung und ja, okay, ich mag da gar nicht hindenken. Wir reden jetzt über eine Lösung. Ja, genau. Also China isst extrem viel Schweinefleisch. Ich glaube, China ist inzwischen der größte Schweinefleischhersteller der Welt. Okay. Geworden. Also, und das ist auch massiv, die Skala. Ja, es ist, glaube ich, wieder so ein Hochhaus für Schweine. Ja, da gibt es mehrere Hochhäuser, vollautomatisiert, die sehen nie das Tageslicht. Ja, also, genau. Das frustriert mich, wenn frustrieren überhaupt der richtige Ausdruck ist, das frustriert mich einfach immer am meisten, dass wir Tiere nach wie vor so als Sache sehen, ne? Und als Sache auch behandeln immer mehr. Also, dass da auch ein Lebewesen dahinter steckt, dass es so wenig gesehen wird und so wenig geachtet wird. Ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll, aber auch darüber wollen wir jetzt nicht reden, sondern ihr habt ja deshalb aus diesem Grund und auch aus umwelttechnischen Gründen, Nachhaltigkeitsgründen, habt ihr eure Firma gegründet und habt über veganen Fleischersatz euch Gedanken drüber gemacht, nicht nur Gedanken drüber gemacht, sondern es auch in die Tat umgesetzt. Und darüber wollen wir jetzt mal sprechen. Ich meine, ihr seid ja nicht die Einzigen, die veganen Fleischersatz produzieren. Und jetzt vielleicht mal die ganz konfrontative Frage, was unterscheidet euch von anderen? Genau. Wir sprechen gerne oft von pflanzlichem Fleisch. Also ich sage eigentlich gar nicht gerne veganer Fleischersatz, sondern ich sage eigentlich pflanzliches Fleisch. Ich beantworte dir gleich deine Frage. Ich finde wichtig, also wir haben uns mal gesagt, was macht Fleisch aus? Mhm. Und wir haben gesagt, Fleisch ist wichtig, es muss einen guten Biss haben, also einen guten Geschmack haben, es muss einem schmecken, der Biss muss stimmen, es muss die Proteine mitbringen, die man von Fleisch erwartet. Und es muss die Mikronährstoffe mitbringen, wie Eisen, Vitamin B12 und so weiter. Und es muss kulinarisch gut einsetzbar sein. Das ist eigentlich das Wertversprechen von Fleisch. Das Wertversprechen, dass es von einem toten Tier kommt, das ist eigentlich nicht Teil des Wertversprechens, das ist einfach eine Tatsache. Und deswegen nennen wir es eigentlich pflanzliches Fleisch. Wir möchten es gar nicht als Ersatzfleisch bezeichnen, sondern es ist einfach Fleisch, dass wir aus pflanzlichen Proteinen herstellen, dass nicht ein Schlachtprozess bedingt, aber dasselbe Wertversprechen abdeckt, kulinarisch wie auch ernährungsphysiologisch wie auch kulturell. Das ist super, super wichtig für uns. Jetzt, was machen wir anders, hast du gefragt. Genau, es gibt viele, es gibt inzwischen, das Regal ist voll mit Produkten, weiß niemand mehr recht, was er oder sie eigentlich kaufen soll, wenn man was Gutes tun will. Das Wichtigste bei Planted ist sicher, dass wir komplett auf Zusatzstoffe verzichten. Also Planted-Produkte sind frei von Zusatzstoffen, da hast du einfach nichts drin, was du nicht essen willst. Und das ist ganz wichtig. Also das ist unser Hauptcredo. Und das Zweite ist sicher der Biss der Produkte. Wir haben wirklich geschaut, dass wir einen fleischigen Biss herkriegen, was dann auch die Anwendung sehr breit erlaubt. Viele Produkte haben eben Zusatzstoffe drin, wie Methylcellulosen, E-Nummern, und dann hast du noch einen schleimigen Biss. Und dann ist Kleister, so ein Kleister, auch genau, so also Fischkleister, also so in dem Stil. Und das ist wirklich, das haben wir, was wir gegründet haben, haben wir gesagt, wir wollen das nicht. Wir wollen etwas machen, das den Leuten schmeckt und ein Produkt auch, dem die Leute vertrauen können. Also dass du immer wieder konsumieren kannst und dir eigentlich was Gutes tust und eigentlich nicht immer Angst haben musst, was nehme ich da gerade zu mir? Was verschlimmbessere ich da jetzt? Genau. Was uns auch sicher abhebt ist, oder anders ist, dass wenn du heute ans Regal gehst, die Produkte fast ausschließlich auf Soja- und Weizenbasis basieren. Nun ist das per se nichts Schlimmes, also Soja und Weizen sind einfach allgegenwärtig Proteine.
Ich glaube, wichtig ist, wir stehen für Proteindiversität. Also wir, das ist ein Wort, das wir ein bisschen zu kultivieren pflegen, ist, wir glauben halt, dass es wichtig ist, viele verschiedene Proteine zu sich zu nehmen. Mhm. Oder wie man halt auch gelernt hat früher, dass divers essen, also wenn du einen farbigen Teller hast, wo alles drauf ist, dass es einfach gut für dich ist, dass halt verschiedene Proteine auch einfach besser sind als immer nur die zwei gleichen. Und ich mache da gerne immer so ein Beispiel, oder wenn du halt Produkte kaufst auf Soja- und Weizenbasis, dann kann dein Tag echt so ausschauen, dass du am Morgen ein Stück Brot isst, mit Nutella oder was du Konfitüre, was du gerne magst, oder? Dann hast du schon mal Weizen gegessen. Ja. Und dann am Mittag, sagen wir, isst du vielleicht ein Schnitzel auf Sojabasis, ein veganes, und dann hast du da uns vielleicht noch ein paar Nudeln dazu, und dann hast du da wieder Soja und Weizen. Und am Abend isst du vielleicht eine Lasagne mit einem gehackten aus Soja und wieder Lasagnenblätter aus Weizen. Also eigentlich dein Tag, es kann sein, dass du den ganzen Tag nichts anderes isst als Soja und Weizen. Und dann hast du noch deine Sojamilch, die du trinkst, noch zum Frühstück. Und wir sind auf der Meinung, dass diese Diversität zu gering ist. Und unser Ziel ist wirklich, da auch neue Proteine in den Alltag von unseren Kunden reinzubringen. Also dass eben heute der Hauptrohstoff bei Plant ist Erbse. Wir haben da die gelbe Erbse, die wirklich ein super nachhaltiger Rohstoff ist, der lokal angebaut. Die Gelberbse? Die Gelberbse. Ich dachte immer, sie sind grün. Ja, da erzähle ich dir gerne noch was drüber. Es sind gelbe Erbsen, sind keine grünen Erbsen. Okay. Hauptrohstoff bei unserem Planted Chicken ist die Gelberbse, und bei unserem Planted Pulled zum Beispiel haben wir neben der Gelberbse noch Sonnenblumenkerne und Hafer drin. Mhm. Und das Besondere bei unserem Planted Pulled, bei den Sonnenblumenkernen, ist zum Beispiel, dass diese aus der Ölindustrie kommen. Also wenn du Sonnenblumenöl herstellst, nimmt man die Sonnenblumenkerne, presst die aus, und was übrig bleibt, ist dieser sogenannte Presskuchen. Das sind hochwertige Sonnenblumenkerne, einfach ohne Öl. Mhm. Und wir haben es geschafft, dieses Produkt, das normalerweise in der Tiernahrung endet oder sogar im schlimmsten Fall weggeschmissen wird, was halt wirklich keinen Sinn macht, zu nehmen und in unsere Produkte einzubauen. Und so konnten wir das Produkt sowohl nachhaltiger machen, als auch geschmacklich aufwerten. Also diese leichte Nussigkeit von den Sonnenblumenkernen ist sehr positiv. Mhm. Und so konnten wir auch einen zirkulären Prozess zeigen. Also ein Produkt, das sonst weggeschmissen wurde, hat ein zweites Leben bekommen, oder wie es halt sich gehört, und ist in einem Produkt gelandet, das ich persönlich absolut genial finde. Und der Hafer komplementiert das. Ja, also nicht nur, dass die Sonnenblumenkerne weggeworfen werden, die haben ja wertvolle Inhaltsstoffe. Das ist super wertvolles Produkt. Also man wirft hier was ganz Wertvolles, eben einfach dann keine, wie du sagst, ein zweites Leben bekommen, und das bekommt es aber bei euch und hat eben einfach auch noch diesen positiven Nebeneffekt. Genau. Und ich glaube, das sind so die Dinge, die Planted wirklich unterscheidet. Auszeichnet. Eben auszeichnet, also verständliche Inhaltsstoffe, keine Zusatzstoffe, einen guten Biss und eben dann auch diverse Proteine und ein Wertversprechen, das dir erlaubt, wirklich diese Produkte oft zu essen, ohne dass du dann irgendwelche Mangelerscheinungen hast oder dass du nicht weißt, was du zu dir nimmst. Ich glaube, das ist sehr wichtig für uns. Mhm. Ich habe es schon mal in einem Gespräch auch angeschnitten. Oder du hast es auch erzählt, eben man könnte natürlich auch die Erbse, wobei jetzt sind wir bei der gelben Erbse, die fällt mir wieder ein. Du wolltest noch was zur gelben Erbse sagen. Ja, genau, ich wollte noch was zur gelben Erbse sagen. Genau. Also die Leute haben ja immer, wenn ich Erbse sagen, haben sie die grüne Erbse vor sich. Das ist schon mal ganz richtig. Vielleicht etwas zur grünen Erbse, das habe ich auch erst letztens erfahren. Die grüne Erbse ist eigentlich die unreife Frucht der Erbse. Wenn man die grüne Erbse weiter am Strauch lassen würde, würde die irgendwann abtrocknen und auch ein bisschen schrumpflig und trocken werden. Die gelbe Erbse ist weniger bekannt bei uns, aber das ist eigentlich die Dal-Erbse. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Also Dal ist ein indisches Gericht. Das sind so diese Halbmonderbsen. Die sehen fast aus wie Linsen. Das ist einfach so, die Erbse, wenn sie reif ist, fällt in zwei Hälften. Und dann hast du so diese Halbmonde, so diese gelben Halbmonde. Die Erbsen kann man wie die grünen Erbsen bei uns anbauen. Erbsen sind extrem gut für den Boden, die düngen den Boden. Da hat es Bakterien, hat's an den Wurzeln natürliche Bakterien, die helfen, den Boden zu düngen. Das ist
sehr gut fürs Ökosystem, da braucht man keine künstlichen Dünger. Ich habe nämlich, Entschuldigung, wenn ja? ich kurz reingrätsche, ich habe nämlich kürzlich in einem Interview gelesen, dass die Erbse das einzige oder ein Produkt ist, das auch der Erde wieder etwas zurückgibt. Ja, das ist genau das. Das ist genau das. Weil das wurde nicht weiter erklärt und die Frage war bei mir noch offen, deswegen hast du sie jetzt beantwortet. Die Erbse hilft natürlich zu düngen. Super. Weil sie eben mit Hilfe von gutartigen Bakterien an den Wurzeln schafft, wie natürlichen Dünger in die Erde zu bringen. Und das ist, dann muss man keinen künstlichen Dünger ausbreiten. Die Erbse ist wirklich ungedüngt. Das ist sehr selten. Mais, und das muss man alles düngen. Erbse nicht. Ist sehr gut für die Fruchtfolgen. Das heißt, wenn man mal Weizen anbaut oder mal Raps, dazwischen Erbse zu machen, hilft auch wieder dem Boden. Die Erbse wächst wunderbar in unseren Breitengraden, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Mhm. Das ist wirklich ein Rohstoff, den wir hier anbauen können. Ich glaube, das war uns auch sehr wichtig, als wir gesucht haben, hey, mit was wollen wir denn unsere Produkte machen? Von wem bezieht ihr denn die Erbsen? Also sind das dann Landwirte, mit denen ihr zusammenarbeitet, oder? Nein, leider noch nicht. Stand heute sind wir wie eine Bäckerei. Und wir kaufen das Erbsenmehl von der Erbsenmüllerei. Mhm. Also quasi unsere Lieferanten sind wie, musst du dir vorstellen, das sind Firmen oder Kooperativen, die kaufen Erbsen von den Bauern ein, mahlen diese Erbsen zu einem Erbsenmehl oder Erbsenproteinmehl, das wir dann von denen beziehen. Aber eine Vision bei Plants ist schon, dass wir näher mit den Bauern zusammenarbeiten können in Zukunft, dass wir wirklich auch den vom Bauer Direktor. Bis zum fertigen Produkt die gesamte Wertschöpfungskette kennen. Und ja, das ist eine Vision, an der arbeiten wir. Es wird noch ein bisschen dauern, aber da möchte ich hin. Okay. Du hast es vorhin schon kurz angesprochen, weil wir ja auch über Biodiversität, was die Böden angeht, gesprochen haben. Was ist, wenn ich dann, also diese Gelberbse, wird die in Monokulturen dann auch angebaut oder wie? Nein, also das ist ganz wichtig. Ich glaube, die Proteindiversität, von der ich gesprochen habe, ist auch genau aus diesem Grund wichtig. Also einerseits für die menschliche Ernährung, aber wie auch, wenn wir alles nur mit einem Rohstoff machen, was passieren wird in Zukunft, ist, dass wir alles nur von einem Rohstoff kaufen müssen. Ich glaube, da müssen wir auch schauen. Deswegen eben haben wir nicht Soja und Weizen genommen, weil das sind immer dieselben. Ja. Und da gibt es schon sehr viel davon. Und indem man immer auf Erbsen setzt, was Stand heute ein sehr kleiner Anteil ist, was weltweit angebaut wird, kann man das eben genau brechen. Also was passiert ist in Brasilien mit Soja, sowas kann und darf nicht passieren mit Erbsen. Genau deswegen ist auch wichtig, dass wir mit Formulierungen arbeiten, die mehr dann als nur ein Protein haben in Zukunft. Eben Planet Chicken heute als Erbse, Pult als Erbsen, Blumen, Hafer, und so wird es weitergehen, dass wir da wirklich die Diversität bringen, die dann auch die Diversität auf dem Feld gewährleistet. Wo ich da immer so meine Probleme habe, wenn es um Anbau und biologischer Anbau geht und so weiter und so fort, da sage ich immer, ja, es kommt aber an jeder Stelle der gleiche Regen runter, der gleich belastete Regen runter. Ne? Und da möchte ich nochmal eben auch eingehen auf den Anfang unseres Gesprächs oder wie ich eingeleitet habe, dass wir alle Verantwortung tragen und eben auch dafür, was wir entscheiden, da würde sich der Kreis wieder schließen, wenn wir sagen, okay, wir schauen, dass wir uns nachhaltiger ernähren oder beziehungsweise eben den Ausstoß von Schadstoffen vermindern, damit wieder, wenn es es gibt, saubererer Regen wieder nach unten kommt und dann letztendlich wieder auf unserem Tisch landet. Genau. Ne? Das ist ja auch die Idee und da wärt ihr ja wieder ein wichtiger Baustein dafür, was ich so schön finde. Jetzt, du hast schon angesprochen, man findet ja eben im Supermarktregal ganz viele Produkte mittlerweile von sogenanntem Fleischersatz. Und da haben wir tatsächlich so ein paar vergleichsweise oder einen anderen Anbieter gefunden. Und da stehen wirklich zuhauf sogenannte E-Nummern drauf, was ich jetzt bei euch eben nicht finde. Aber was uns eben auch aufgefallen ist, dass bei euch der Wasseranteil
nicht mit Zahlen belegt wurde. Und das haben wir gedacht, das erwähnen wir vielleicht eben einfach auch noch. Vielleicht wird es auch noch mit aufgenommen hier in die Beschreibung, was den Wasseranteil ausmacht. Also hier steht beispielsweise im Wasser Erbsenprotein 29%, Rapsöl und so weiter und so fort. Aber bei Wasser steht keine Angabe da. Ne? Ja, genau, da hat mich vorher schon gefragt. Genau. Ich habe die Frage noch nie bekommen, fand ich noch spannend. genau, also der Wasseranteil ist um die 60% beim Produkt. Das Produkt hat sehr viel Wasser drin, aber das ist wie, musst du dir vorstellen, das ist wie bei Hühnchen. Also wenn du Hühnchen jetzt trocknen würdest, hast du 70% Wasser. Und das beim Hühnchen muss man es halt nicht draufschreiben, weil es halt natürlich gewachsen ist. Aber man kann gar nicht viel mehr Proteine reintun als bei Planted, ohne dass dann die Kulinarik leidet. Also wir haben da wirklich beim Proteingehalt sind wir so hochgegangen, wie du siehst, sind fast 25% Proteine drin. Ja. Wirklich, wenn man viel mehr reintut, dann schmeckt das Produkt auch nicht mehr. Und es ist eigentlich, Wasser ist eigentlich wirklich eine so wichtige Zutat bei so vielen Lebensmitteln, eben bei Brot, bei Bier und eben auch hier. Also wir machen eigentlich einen Teig. Musst dir vorstellen, einen Teig machst du auch mit Wasser. Also unser Prozess ist wirklich, wir nehmen quasi das Erbsenmehl oder das Erbsenproteinmehl und vermengen das mit Wasser und kneten einen Teig, den wir dann im Extrusionsprozess kneten und kochen und wieder abkühlen. Und wir brauchen das Wasser, um diesen Teig zu machen, weil wenn wir diesen Teig kneten, durch dieses Kneten des und Kochen des Teiges, da erzeugen wir diesen faserige Struktur und dann schlussendlich auch diesen Biss. Und deswegen ist Wasser für unseren Prozess essentiell, um diesen Biss zu erzeugen über den Teig. Jetzt haben wir in unserem Sender auch schon vielfach das Thema Wasser thematisiert. Welche Art von Wasser verwendet ihr denn da? Wir verwenden Trinkwasser. Also wir haben Trinkwasser. Wir sind im Kemptal zu Hause in Zürich. Das ist das lokale Trinkwasser. Aber die Wasserqualität ist sehr wichtig bei diesen Produkten. Also man muss wirklich als Hauptzutat kontrollieren wir die Wasserqualität sehr streng. Und da, aber da sind wir schlussendlich auch ein bisschen auf die lokalen Wasserbegebenheiten angewiesen. Und da sind wir ziemlich glücklich, dass die Schweiz sehr hohe Wasserstandards hat. Okay, wunderbar. Jetzt sind wir leider zeitlich schon wieder am Ende angelangt, aber wir werden uns noch mehrfach treffen und das Thema auch noch weiter vertiefen und ganz spannende Fragen dazu stellen. Wenn sich jemand informieren möchte, wo bekommt er eure Produkte? Wo findet er die? Wo bekommt er Informationen? Genau, danke. Also die Produkte findet man in der Schweiz bei Coop und Migros. In Deutschland sind sie bei Edeka erhältlich, in Österreich bei Spar. Und Informationen oder am schnellsten kriegt ihr das Produkt eigentlich auf unserer Webseite, also eatplanted.com oder planted.ch geht auch. Da haben wir einen Webshop, da kann man bestellen. Wenn man bis vor 12 bestellt, ist es schon am nächsten Tag geliefert. Das ist wirklich super schnell. Und da hat es ganz viele Informationen zu den Produkten, zu unserem Prozess, wie wir es herstellen, zu uns als Firma, unserer Philosophie. Geht mal schauen. Ich sage es vielleicht in die Kamera. Geht mal auf die Website schauen. Schaut euch das mal an. Es ist wirklich sehr informativ. Da hat es ganz viele Informationen zu wer wir sind und was wir tun und zu den Produkten. Und ich denke, da findet jeder was. Super, wunderbar. Ich danke dir ganz herzlich, also vor allen Dingen für eure Vision und für eure Mission, auf die ihr euch da gemacht habt, dass ihr hier so einen tollen Beitrag leistet zur Ernährung der Bevölkerung und natürlich auch zu dem, was wir mal unseren nachfolgenden Generationen hinterlassen. Ich hoffe, es trägt noch ganz viele Früchte und wir werden auch in weiteren Sendungen über euer Sortiment sprechen, weil darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Das ist natürlich auch spannend. Und auch ihr werdet euch noch weiterentwickeln und ich bin ganz neugierig drauf. Ich bin auch schon ganz neugierig auf die zukünftigen Gespräche und freue mich natürlich auch, wenn Sie wieder einschalten, wenn es um veganen Fleischersatz geht und was wir damit letztendlich auch für Probleme lösen und letztendlich, wie unser Fußabdruck danach aussieht für zukünftige Generationen. Schön, dass Sie dabei waren und bleiben Sie gesund. Und vor allen Dingen guten Appetit, wenn Sie von Planted vielleicht mal auch ein Produkt versuchen. Bis dahin, auf Wiederschauen.